Bevor ich bei DHL angefangen habe, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Garten- und Landschaftsbauer. Bin dann durch verschiedene Jobs gegangen, vom Dachdecker bis zum Bäcker. Und bin dann zu DHL gekommen und mache seitdem meinen Job hier. Hallo, ich bin der Ingo, arbeite seit 2007 im Unternehmen und bin Lead and Bike Section Handling. Wir bearbeiten fehlerhafte Datensendungen, also das heißt im Endeffekt, wir bearbeiten Sendungen, wo die Daten nicht ganz stimmen oder halt Destination geändert werden müssen, weil im System noch alte Daten vorhanden sind. Und freitags bearbeiten wir die DD6-Sendung, das heißt Saturday Delivery. Die müssen bis 12 Uhr Samstag beim Kunden zugestellt sein. Da wir ja bei Exception Handling mit dem Saturday Delivery arbeiten, ist mir da was im Gedächtnis geblieben. Es ging um eine wichtige Sendung, wo ein Organ verschickt wurde, wo mehrere Teams zur gleichen Zeit daran gearbeitet haben, damit die Sendung rechtzeitig in dem Krankenhaus dort ankommt. Wie gesagt, ich bin Lead in dem Bereich, ich unterstütze den Supervisor bei seinen Aufgaben und wenn der Supervisor nicht da ist, übernehme ich seine Tätigkeit in dem Moment. Wenn Mitarbeiter persönliche Anliegen haben, können sie sich an den Supervisor oder auch an mich wenden und können mit uns darüber sprechen. In der Regel ist meine Arbeitszeit von 21 bis 5, außer sonntags, da arbeiten wir tagsüber von 13 bis 22 Uhr. Mich persönlich stört es nicht, da ich ein sehr nachtaktiver Mensch bin. Wie gesagt, ich bin im April 2007 ins Unternehmen gekommen. Da gab es Ausbildung entweder in Köln oder East Midlands, das ist England. Ich hatte den Vorteil, in England zu sein, war dort für ein halbes Jahr. Bin dann hierher gekommen als Operation Agent 1. Hier wurde dann die Abteilung gegründet, Exception Handling, in der ich mich auch heute noch befinde. Da bin ich dann Ops 2 geworden und bin heute Lead Hand bei Exception Handling. An meinem Job macht mir am meisten Spaß die Herausforderungen, die man täglich hat und bei Sendungen mit Problemen halt rauszufinden, was eigentlich das Problem ist und zu beheben. Bei uns im Team finde ich die Atmosphäre sehr gut. Jeder hilft dem anderen und jeder ist für den anderen da, wenn es Probleme gibt. Bewirb dich bei anpacken-dhl.de und werde Teil des Teams.